Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu meinem Monatsrückblick für April. Ich bin jetzt ein paar Mal hin und her gelaufen, um alle Bilder einzusammeln. Ich habe nämlich recht viele Snackbilder gemacht, weil ich mich demnächst mehr auf größere Bilder konzentrieren will, aber erstmal meinen Stapel der ungepainteten Bilder im Snackbereich abarbeiten. Aber fangen wir mal der Reihe nach an. Ich muss mal gerade gucken, wenn ich jetzt schon sage, der Reihe nach. Ja, als erstes beendet habe, ja, ich fange mit meinen beiden Bildern an, die nicht so schön geworden sind. Der absolute Flop ist für mich dieses hier. Das wird auch entsorgt. Also das war wirklich ein absoluter Flop. Erstmal vom Painten her und ihr seht ja auch, es ist nicht wirklich schön geworden. Da möchte ich eigentlich auch gar nicht so viel zu sagen, das war nichts. Und ich weiß, es werden jetzt viele sagen, das ist ja auch viel zu klein, um da richtig was zu erkennen. Aber ich habe auch schon ganz viele Bilder in der Größe gemacht mit Hasen, die mega toll waren. Aber dies war absolut nicht meins und das wird jetzt auch entsorgt. Dann hatte ich noch ein ganz kleines Snackbild gemacht, das war aber nur ein Teilbild, das wusste ich vorher aber nicht. Das habe ich mehr oder weniger mit meiner Tochter zusammen gemacht. Den Mond habe ich gemacht und diesen Stern hat sie gemacht. Und da ist ihr aber aufgefallen, dass hier gar keine Klebevorrichtung ist, obwohl da auch einer hingehört. Ich glaube, wenn ich vorher gewusst hätte, dass das wirklich nur so ein Teilbild ist, hätte ich es wahrscheinlich gar nicht bestellt. So haben wir es jetzt zusammen fertig gemacht und das war natürlich auch an einem Tag erledigt. Da brauchen wir uns ja nicht weiter drüber austauschen. Also das geht ja wirklich schnell, obwohl ich sagen muss, diese Spezialsteine setzen ist doch schon ein bisschen anstrengender und langwieriger als jetzt normale runde Steine. Ja, das, ich schau mal eben gerade. Das hatte ich, ja, das haben wir in 2 Tagen zusammen gemacht. Das hat eine Größe von 24x24, hat auch nur 9 Farben. Und das kam von GBFKI. Falls das jemand von euch interessiert. Dann komme ich jetzt wirklich zu einem Highlight-Bild. Und das ist von Diamond Art Club. Und ich finde das schon alleine geil, wie sich das anfasst, wenn das fertig ist. Und das hängt jetzt bei uns überm Meerschweinchenstall. Das ist das Guinea Pig von Diamond Art Club. Kann ich euch absolut empfehlen. Hat auch richtig Spaß gemacht zu painten. Obwohl es eckige Steine hat, da bin ich ja noch nicht so ganz geübt drin. Aber die von Diamond Art Club lassen sich super legen. Und ist eine absolute Empfehlung von mir. Sehr bunt, aber es hat auch wirklich Spaß gemacht und ich habe das jetzt in so einer Magnetleiste über Meerschweinchengehege im Büro hängen und das sieht einfach nur toll aus. Ich schaue mal eben gerade, ob ich hier noch ein paar Infos habe. Das Ganze ist 32x42 cm. Wie gesagt, eckige Steine und ich habe daran gepainted vom 5.3. bis 8.4. Also im April beendet. Und wie gesagt, ist wirklich eine Empfehlung von mir. Ich mache es einmal so, dass ihr alles gesehen habt. Und sonst mache ich es auch einmal so. Das ist immer schwierig, die fertigen Bilder ganz in der Kamera zu zeigen. Aber das war absolut ein Highlight. Und dann habe ich noch 3 Bilder gemacht, die im Rahmen sind. Das hier war ein kleines Bild, das kam von Jom. Schauen wir eben gerade.
Das hat 30 x 30 cm bzw. 25 x 25 cm, wenn man es genau nimmt, 19 Farben und das habe ich vom 17.04. bis 2.05. gepaintet. Ich finde, den Löffel kann man auch super gut erkennen. Und diese 30 x 30 Bilder, da finde ich diese IKEA-Bilderrahmen einfach total genial. Seht ihr das auch? Da ist mir irgendwie noch ein Faden mit reingekommen. Da muss ich ja gleich erstmal aufmachen. Kann ich auch gleich eben. Ich habe gerade auch gesehen, dass dieses Teil auch falsch rum drauf ist. Dann kann ich das gleich zusammen beheben. Ich will mal gucken, wo das herkommt. Das ist einfach von der Leinwand, wahrscheinlich beim Abschneiden, ist das mir dazwischen geraten. Ist mir bisher noch gar nicht aufgefallen, das steht bei uns in der Küche. Neben meinem Coffee Cup von Diamond Art Club, was ich euch auch absolut empfehlen kann, wenn man mit einem kleinen von Diamond Art Club anfangen will. Das sieht wirklich aus wie, als wenn da LED-Steine noch durch die AB-Steine. Das ist richtig toll. Und dieses steht da jetzt neben. So, jetzt muss das wieder gut sein. Ja, das sieht doch schon besser aus. Ja, das ist das eine, was ich euch noch zeigen kann. Dann hatte ich mir, ich glaube von One Day Saving, ich schaue gleich mal eben. Ja, von One Day Saving, auch ein 30x30 bzw. 25x25 cm Bild bestellt gehabt, hatte ich auch ein Unpacking gemacht. Da wusste ich aber halt nicht, dass das nur so ein Teilbild ist. Also hier ist nur der Hase gepainted. Es hat 12 Farben und das habe ich auch an 2 Tagen fertig gehabt. Und das gefällt mir auch richtig gut. Das passt nämlich gut zu diesem anderen Hasenbild, was ich ja als Profilbild habe. Ich schau mal gerade, ob ich das hier auch noch mit drin habe. Nee, ich glaube nicht. Nee, dann habe ich das andere Bild schon im letzten Jahr gemacht. Ja, das ist auch eins. Das kann ich davon abgesehen, dass es nur ein Teilbild ist, ist es aber schön geworden und kann ich nichts Schlechtes zu sagen. Und das letzte, was ich hier für euch von den fertigen habe, ist dieses. Das hatte ich in irgendeinem Unpacking mal gesehen und habe mir das auch direkt bestellt. Da muss ich sagen, es ist ein tolles Resultat, aber es hat nicht so viel Spaß gemacht. Ich weiß nicht, woran es lag. Kann ich euch gar nicht genau sagen. Aber ja. Ist wie gesagt auch ein 30x30 bzw. 25x25 Bild, runde Steine. Daran habe ich etwas über 10 Tage oder an die 10 Tage gepaintet. Ah, hier habe ich es auch aufgeschrieben, schlechte Steinqualität. Daran lag es dann. Das hatte ich über Jom bestellt von der Firma Diomonds Painting. Aber da habe ich alles Videos zu, könnt ihr euch gerne die Unpackings anschauen. Und ja, jetzt zeige ich euch nochmal meine zwei aktuellen. Bei dem einen Bild bin ich gerade erst angefangen, deswegen zeige ich euch hier einfach nur mein Neuzugängebild, was ich hier habe. Ich muss mal eben ein bisschen Platz hier machen. Das ist dieses mit den 5 Hasen, einem Meerschweinchen, einem Hamster, eine Maus und mehreren Schmetterlingen. Da bin ich gerade erst angefangen. Das hatte ich von AliExpress bestellt. Das fand ich total witzig. Ich bin ja ein totaler Kaninchen- und Meerschweinchen-Fan. Und das Meerschweinchen habe ich schon fertig. Das kann man auch recht gut erkennen und lässt sich aber langsam painten, muss ich sagen. Das werdet ihr dann wahrscheinlich im Mai sehen. Und dann zeige ich euch jetzt mein absolutes Favoritenbild momentan.
Da bin ich jetzt bei 2/3 fertig. An dem habe ich im April am meisten gearbeitet, weil es halt auch das größte Bild ist. Und erschreckt euch nicht. Ich weiß nicht, ob man es in der Kamera so sieht, aber es funkelt wie sonst was. Und ich war ja nie ein Rende Spengler-Fan mit dem Drachen. Und dann hatte ich mir dieses wegen dem Bücherregal, was dabei gezeigt ist, bestellt. Und ich bin ein absoluter Fan. Es macht so viel Spaß. So, das ist die erste Hälfte, die ist fertig. Seht ihr das, wie das funkelt? Dieses Bild konnte man auch mega gut in 3 Teile teilen. Das Ganze hat nämlich eine Größe von 92 cm mal 41. Und das passt nämlich genau, wenn man hier diesen ersten Drachenabschnitt, wie ich das gemacht habe. Dann bin ich jetzt beim zweiten Drachenabschnitt. Da brauche ich jetzt nur noch hier das Drachengesicht. Und dann mache ich als dritten Abschnitt diese Bücher, wo die so dran lehnen. Hier ist auch noch ein süßes Detail. Der isst hier einen Keks. Hat einen Keks in der Hand. Also wirklich toll, muss ich sagen. Und das Ganze hat 2 AB-Steine. Einmal einen grünen und einmal schwarzen, glaube ich. Auf jeden Fall die 134 und die 136. Und ja, es macht so viel Spaß und es sieht auch so toll aus. Ich weiß gar nicht, ob ich euch das so jetzt richtig einfangen kann. Ich habe zwar schon ein großes iPad zum Filmen, aber irgendwie reicht es trotzdem nicht bei der Größe. Und was ich hier halt auch schön finde, man kann es wirklich in 3 Teile teilen. Das macht richtig Spaß. Es ist auch viel Color Blocking zwischendrin. Und ja, also ich finde es toll. Ich habe auch noch 2 Unpackings in der Mache, wo ich mir jetzt schon Nachschub von den Rende Spengler Bildern bestellt habe. Und eins zum Vergleich auch in eckig, weil dies ist ja in rund. Hier kleben noch ein paar Steine. Ja, ich sag euch mal eben die Daten noch. Also das Ganze hat 52 Farben. Aber es ist wirklich so, dass pro Abteil braucht man vielleicht 10 unterschiedliche Farben. Oder 15 vielleicht. Deswegen lässt es sich wirklich sehr schön painten. Es ergibt sich beim Painten schon von selbst so eine Art Struktur, wie man es paintet. Also wirklich ganz toll. So, das Bild habe ich natürlich von Diamond Art Club. Das heißt Customized Bookshelf. Angefangen habe ich am 12.04. Und jetzt zeige ich euch nochmal, wie das dann... Ich hoffe, ihr erkennt das so. So wird es dann aussehen in ganz. Und ja, also 2/3 werde ich heute fertig. Da werde ich jetzt auch die Tage mal was bei Instagram posten. Also verfolgt mich gerne bei Instagram. Folgt mich. Ja, verfolgen sollt ihr mich noch nicht. Folgt mir gerne bei Instagram. Und ja, schreibt mir auch gerne mal, wie ihr das findet. Also ich bin wirklich total begeistert. Es funkelt wie sonst was. Auch wenn man das im Raum liegen hat zum Painten und man kommt ins Zimmer. Das ist einfach eine absolute Freude, kann man nicht anders sagen. Und jetzt sehe ich gerade, hier habe ich ja was vergessen. Komisch, dass einem das immer erst im Video auffällt, ne? Ja, das werde ich gleich nachholen. Das Bild ist ja noch nicht fertig, von daher ist es ja kein Thema. Ja, das ist das, was ich jetzt im Mai am Painten bin. Also das witzige Tierbild und dieses. Und ich denke, dass ich beide auf jeden Fall im Mai fertig bekomme. Und ja, da werdet ihr natürlich auf dem Laufenden gehalten. Und schade finde ich bloß bei der Leinwand, dass die von hinten dann
schnell so unsinnig aussieht, aber das sieht man ja hinterher nicht, wenn man es aufhängt oder sich wegpackt. Und ja, das ist mein Monatsrückblick für den April gewesen. Ich hoffe sehr, euch hat das Video gefallen. Ich würde mich dann wahnsinnig über einen Daumen nach oben freuen und natürlich auch über neue Abonnenten. Und schreibt mir doch mal in die Kommentare, was euer Favorit von diesen Bildern war oder was ihr als euren Favoriten anseht für April. Würde ich mich wirklich sehr drüber freuen. Und dann hoffe ich, sehen wir uns auch in einem der nächsten Videos. Bis dahin, tschüss!